Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video American Truck Simulator mit mir so. Wir sind jetzt gerade unterwegs von, da muss ich mal gucken, von San Angelo, Texas nach Artesia, New Mexico. Gut. Ja. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Mir ja. Und ich will mir auch danach den, wenn wir diese Tour beendet haben, den Western Star holen, die neuen. 57 am Ende kommt XE oder so. Den will ich mal ausprobieren und ja. Deswegen beeilen wir uns schnell mit dieser Tour. Und Schotter. Schotter haben wir genug. Also Geld. Und ja. Ja, also mir geht das soweit gut. Ja, ich genieße das Leben so. Und ja, ich habe mir auch vorgenommen, mich nicht mehr zu ärgern so. Also aufzuregen ist. Manchmal klappt es, manchmal aber auch nicht. Ich merke so, wo dann immer die Punkte sind so, also die Reizpunkte, und die versuche ich dann, sofort, wenn ich das merke, abzustellen, so. Gut. Ach, ein weiter, genau, ein weiter. Ja. Jo. Lange nicht mehr im American Truck Simulator unterwegs gewesen. Ich glaube, das letzte Mal war 11. Dezember 2022. Und ja. Oh, wir sind so schnell. Schöne Häuser hier. Also, ich muss sagen, das Texas DLC ist echt super gelungen. Also, bisher kann man von allen DLCs sagen, im American Truck Simulator, dass sie super gelungen sind, finde ich. Ja. Also, ich war zwar noch nie in Amerika, aber das sieht aus wie im Film, so die Landschaft hier und so. Ja, wir transportieren Heuballen. Übrigens, und ja, das ist. Oh. Das ist. Cool. Wir fahren noch diesen Volvo. VNL. Irgendwas. Und. So. Das ist. Das ist eigentlich ein schönes Fahrzeug. So. Also. Volvo kennt man ja aus dem Euro Truck Simulator oder so. Die sind ja auch. Die machen auch in Amerika auch diese. Hauber nennt man das, diese. So. Jo. Und ja. Deswegen habe ich mal im Fernsehen auf so eine Doku drüber gesehen, wo sie die Fabrik gezeigt haben und so. Und ja, die haben natürlich das wieder in hohen Töne gelobt, so. Das mussten sie auch irgendwie, weil sie ja da waren. Und ja, war trotzdem ganz interessant, was ich da gesehen habe, so. Ja. Und ich bin trotzdem gespannt auf den
neuen Western-Star. Ist ja erst vor wenigen Tagen rausgekommen, glaube ich. Oder schon länger, ich habe es nicht mehr verfolgt, um ehrlich zu sein. Also Okay, immer im lass uns eine Truck Brille Simulator. definieren. Jo, und ach so, ja, der wollte geradeaus. Scheiße. Reden und fahren kann ich wohl nicht. Naja, ich wollte erstmal Geradeaus. den Scheibenwischer anmachen. Und dann rechts Gut. abbiegen. Und dann bremsen. Jo. Genau, rechts ab. So. Jo, ich grüße euch alle, also aber besonders und paar Menschen ganz besonders. Also erstmal mein Bruder, meine Familie ist ja klar, ist ja völlig klar. So, ja, ich grüße also so und dann möchte ich noch den Präsidenten grüßen. Biege nach rechts ab. Und ja. Und den Moser F. Wie er genau heißt, sag ich nicht. Das Wort nehmen wir ja nicht in den Mund. Ne, Moser F. Ups. Sorry. So, wir sind gleich da. Und dann holen wir unseren, dann gucken wir. Dann holen wir unseren neuen LKW, so. Gut. Links abbiegen. Biege nach links ab. Hallo, hallo, hallo. Oha. Oh Mann, war das knapp. Das war echt knapp. New Mexico, yay! Oh, zu spät. Naja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh Mann, kann ich ja nicht. Oh Mann. Jo. Sorry. 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 Jo. Ach Mann, der ist mir reingefahren hier. Michael Meyer vom Steuer wahrscheinlich.
Mann, fahr doch zu. Raffe. Ach, egal, Mensch. Egal, komm. Ja, ist egal. Meine Güte. Ich muss ja auch weiter. So. Fiesta, Fiesta Mexicana, la 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 la. Ja, wieder zu schnell. Egal. Ne, Truck wartet jetzt. Ja, ist egal, jetzt komm. Ja, mein Gott. Ja, also so ist das. Hier scheint aber auch wenig los zu sein. Wie nennt man noch diesen, was die hier produzieren? Diesen komischen, dieses alkoholische Getränk. Ich komme jetzt nicht drauf. Nee, fällt mir nicht ein. Da vorne, du Schleicher im Nebel. Oh nein. Alter, guckt euch diese Nebelwand an. Oh. Ja, sorry. Die haben mich gerammt. Eigentlich war das nicht okay. Sie haben mich gerammt. Gut. Aber guckt euch diese Nebel an. Naja, gut. Leute, das soll es von heute gewesen sein. Freue mich über ein Like. Bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt liken, ihr könnt abonnieren, ihr könnt auch kommentieren. Aber keine Hater-Kommentare. Wie gesagt, ich bin kein... Ich spiele Spiele, um euch zu unterhalten, so, und... Ja. Naja, gut. Ja, aber ihr könnt mir trotzdem Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden einzelnen. Jo. Gut. Okay. Bis dann.